Es ist mir eine außerordentliche Freude und Ehre, unsere bayerische Landwirtschaftsministerin Frau Michaela Kanniper hier in Währing begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns nicht irgendwo in Bayern, sondern wir befinden uns quasi da, wo die Keimzelle der Heimatunternehmer ist. Und seit Oktober 2016 sind hier 35 Heimatunternehmen angesiedelt und damit nimmt natürlich die nördliche Oberpfalz einen absoluten Spitzenplatz ein in Bayern. Und da können Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber natürlich auch Ihre Staatsregierung, denke ich, sehr, sehr stolz sein. Mein Vater hat dann 1982 die Hofstalle gekauft, eigentlich schon im Weitblick auf die landwirtschaftliche Fläche. Da war ein paar Stücke Grund dabei und dann ist der damals gekauft worden. Aber die Gebäude waren so marot, da hat man weiter nichts betreiben können. Dann hat man gesagt, okay, wie geht's mit der Mühle weiter? Das Dach, das Notdach, es war ja kein Dach mehr droben, das Notdach, die Halle, was drüber gebaut wurde, war über den Zusammenfallen oder hat schon Löcher gehabt im Dach. Und dann hat man gesagt, okay, wie machen wir weiter? Und dann hat man sich halt mit Denkmalschutz und antiländliche Entwicklung und so weiter, hat man sich dann zusammengesetzt und hat gesagt, okay, was gibt es für eine Möglichkeit für die Mühle? Es ist ja finanziell ein großes Projekt, sage ich mal. Und dann haben wir aber eine Lösung gefunden, das Ganze zu sanieren und 4 Ferienwohnungen drinnen eine zu machen. Und gesagt, wir bleiben bei den Ferienwohnungen. Dann war natürlich irgendwann die Frage, wie kann man es umsetzen, wie können wir es finanzieren? Und dann bin ich bei einem Freund zum Wolf Alfred gekommen, der hat gesagt, ruf mal einen Alfred an. Der hat ein neues Projekt am Start, das glaube ich kann ganz gut passen. Und dann habe ich den angerufen und dann sind wir da relativ schnell zusammengekommen, ist dann immer konkreter geworden und irgendwann ist dann endlich geworden und jetzt sind wir halt in der Umsetzung. Mühle wird jetzt bald fertig und ja, nach und nach bringen wir jetzt alles. Wenn man fleißig ist, braucht man eigentlich nur Gesundheit und darüber hinaus den Segen Gottes und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich und bin dankbar, dass mich der Herr Schwetzelsberger und der Herr Kuhling